Hallo da draußen und drinnen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Odo Sendaidokai und ich präsentiere hiermit den gerade zu Ende gegangenen Remix-Wettbewerb der Community B mit dem Namen Xmas Remix Core. Vorgabe für diesen Remix-Wettbewerb war, dass man ein gemeinfreies Weihnachtslied neu remixt, entweder artig oder entartet. Alles war erlaubt. Auf jeden Fall irgendwas mit Kunst. Bei unseren Remix-Wettbewerben kann immer jeder mitmachen, egal ob AnfängerInnen, Fortgeschrittene, Weggetretene oder Vollprofis. Es geht dabei um den Spaß, um die Inspiration und eine festgelegte Aufgabe innerhalb einer bestimmten Zeit zu bewältigen. Zusammengekommen ist eine Liste von insgesamt 11 wunderbar völlig unterschiedlichen Remixen, die wirklich sehr hörenswert sind. Die Liste der Songs könnt ihr auf der Webseite im Blog von sendaidokai.de finden und dort dann auch gleich anhören. Die URL findet ihr in der Videobeschreibung. Auf der Webseite findet ihr unter Blog den Xmas Remix Core und in dem Xmas Remix Core Blog-Eintrag steht nochmal alles zu dem Wettbewerb da, die Idee, die Regeln, wie ihr Kontakt aufnehmen könnt, entweder per E-Mail oder per Discord oder andere Art und Weise, um mir mitzuteilen, dass ihr einen Track für den Remix-Wettbewerb erstellt hattet. Wie gesagt, der Wettbewerb ist vorbei und ich will jetzt einfach nur mal ganz kurz die Künstler, die Artists, die hier mitgemacht haben, kurz vorstellen. Zum einen war das Lord Cannon 2020, der auf YouTube und auf Twitch sehr aktiv ist. Seine Lieder hat er auf YouTube veröffentlicht und er hat fast eigentlich schon ein eigenes Weihnachtsalbum rausgebracht, weil er mehrere Einträge hier gebracht hat. Das erste war Wintersturm von Lord Cannon. Dann von Lord Cannon The Bells of the Holy Night. Dann Gonzales P. mit Inkedu Tannenbaumbusch 2. Dann wieder Lord Cannon 2020 Weihnachtspiano. Dann von Daniel Behle Schnee 2021. Dann wieder von Lord Cannon 2020 der Neujahrssong. Nicht ganz weihnachtlich, aber eigentlich gehört Neujahr auch zu Weihnachten, deshalb gehört das irgendwie mit dazu. Dann nochmal ein Titel von Lord Cannon 2020. Sans Day Carol by Mutchen in Spitfire Audio. Sans Day Sans. Hört sich nach einem französisch-englischen Titel an. Dann nochmal ein Titel von Lord Cannon 2020, Wonderland. Und schließlich nochmal ein Titel von Lord Cannon 2020, Jingle Bell Lights. Damit ist das Album von Lord Cannon, das Weihnachtsalbum von Lord Cannon, schon durch. Aber unser Weihnachts-Remix-Album ist noch nicht durch. Denn ich habe auch noch etwas dazu beigetragen. Odo Sendaidokai, Läuserisel der Schnö, ein Xmas Remix Core. Und von Music People, Jingle My Bells, der Xmas Robo Schizobob Remix. Das sind die 11 Titel. Hört da rein. Und wenn ihr einen Account auf entweder YouTube oder Soundcloud, sind das, glaube ich, alles habt, dann besucht die Artists und die freuen sich sicherlich, wenn ihr deren Kanäle abonniert und wenn ihr noch auf dem entsprechenden Titel vielleicht einen kleinen netten Kommentar hinterlässt. Ist ja bald Weihnachten. Da würden sich die Leute sehr, sehr darüber freuen. Und apropos Weihnachten, der nächste Remix-Wettbewerb wird auch demnächst wieder gestartet. So viel will ich verraten. Schaut einfach mal wieder in das Blog oder besucht uns gerne auf dem Discord-Server. Die entsprechenden Adressen findet ihr natürlich ebenfalls in der Videobeschreibung. So, das ist es von der Community B für dieses Jahr mit den Remix-Wettbewerben. Hab mich super gefreut, wie viele Leute dann mitgemacht haben und wie viele Beiträge dann zusammengekommen sind.
Und damit wünsche ich euch wunderbare Weihnachten, einen guten Rutsch und wir hören uns alle spätestens im neuen Jahr oder sehen uns zuvor noch auf dem Discord-Server, auf YouTube, auf Twitch oder wo auch immer wir oder ihr euch rumtreibt. Macht's gut, bis bald und bleibt gesund. Ciao, ciao.